Willkommen zurück zu Battle Chasers Nightwar. Wir befinden uns wieder im Dorf. Bevor wir jetzt hier weitergehen, werden wir hier den guten Mann hier in der im Gasthaus, werden wir gleich mal seine Kloake nochmal rein. Denn da hat er wieder ein paar Schleimis drin. Vorher waren es ja Ratten, jetzt sind Schleimis. Und die werden wir einfach mal so, ausrotten, sozusagen. Ah, danke fürs Wasser. Mit stärkeren Angelrouten können wertvollere Fische eingeholt werden und stärkere Köder locken wertvollere Fische an. So, wir sind drin. Gucken, was es hier gibt. Heimis wollen wir nicht. Kann ich das buchen? Kann ich immer noch nicht angucken, ne? Ne. Gut. Die Kloake kennen wir ja schon. Da waren wir ja schon drin. Aber vielleicht gibt es ja jetzt neue Gänge her, wenn diese Schleims hier drin sind. Wir schauen mal. Suchen wir mal ihn hier. Das Skelett ist frei von jeglicher organischer Materie, wie sauber abgenagt. Der größte Teil ist mit einem feuchten, schleimigen Film überzogen. Die Skeletthände halten ein Tagebuch. Wir gucken mal das Tagebuch an. Das Tagebuch ist beschädigt und mit Schleim bedeckt. Doch es gibt ein paar bemerkenswerte Einträge. Einer halt von seinen Gehilfen, Max. Ein anderer beschreibt anscheinend seine letzten Augenblicke. Okay, erstmal Max lesen. Müsste seine Lektion jetzt gelernt haben. Es wird Zeit, ihn zu holen. An anderer Stelle heißt es, diese letzten Wochen ohne ihn haben mich erkennen lassen, wie viel unabhängiger ich werden muss, um als Alchemist zu wahrer Größe zu gelangen. Okay, von seinen letzten Augenblicken lesen. Mir war nicht klar, dass diese Dinger so stark brennen, wenn man sie anfasst. Zum Glück war ich so vorausschauend, Elixiere mitzubringen. Ich spare mir meine Tinktur für gesteigertes Wachstum für den Fall auf, dass die Dinge wirklich haarig werden. Das Gefäß mit der erwähnten Tinktur ist geöffnet und leer. Okay. So, ja, gehen wir zurück. So, wir können nochmal das Skelett einander eingehender betrachten. Es ist schwer zu sagen, wie lange diese Person bereits tot ist. Den herumliegenden Flaschen nachzuurteilen, war er oder sie wohl Alchemist. Spuren einer seltsam gefärbten Flüssigkeit ziehen sich bis zum Abwasser zurück. Okay, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt mal runter und gucken uns die Schleimdinger an. Ja, los. Absteigen, klar. So. Gucken, ob es jetzt die gleichen Wege noch gibt. Da ist doch schon ein Schleimding. So, Schleimding. Und auf die Schnauze von mir. Ja, wir können die alle mal so abdrehen und mal groß. Machen? Wahrscheinlich nicht. Aber eine Runde muss er hier aussetzen. Wieso darf er angreifen? Das ist toll. Ah. Seine Bestäubung bekommen. Na gut, kriegst du einen wieder. Sehr schön. Na gut, hier unten können wir noch ein bisschen aufsteigen. Müssen wir auch. Oh, ich würde nachher auch mal zu der Frau wechseln wollen. Das ist Nolan. Ich muss einmal gucken, was die Frau für Fähigkeiten hat. Und dann könnten wir die tauschen und unsere Gruppe mit aufnehmen. So. Okay. Das ist das, wo wir letztes Mal auch nicht dran gehen konnten. Macht ja auch nichts. Da können wir die Sachen von oben hören. Wir gehen alle Wege nochmal längs. Kann ja gut sein, dass man hier irgendwas wieder sieht. Und weil es hier überall Schleim, wie man sehen kann. Dass die Dinger haben sich gut ausgebreitet. Ich darf den Schleim auch nicht betreten, das wird nicht. So. So, unterkühlen wir das Ding mal. Auf einfrieren können wir das Schleimviech. Ich nicht, dann machen wir es so. Ah, geht doch mal scheiße. Aber. So, wir sagen jetzt steht da. Ja. Das war ein größerer Abenteuer. Gut. Gewöhnliche Teile. Ich
mit Blut und beim Schleim ist auch ganz geil. Also müssen ja alle Schleime hier töten, wenn sie da nicht töten. Guckt euch! Das ist so cool, wenn er diese Kugel da durchschleudert. So, der Schleim kann noch angreifen. Oder? Ui, da hat er aber zugehauen. Gut. Schauen wir doch mal, wen wir hier ganz zum Schluss noch erwischen. Küsteneisener Schwing. Ja, das ist so viel. Kommen wir irgendwie nicht rein. Das war auch dumm, jetzt habe ich das Ding angesetzt. Na gut. Einfach mal. Und zwar alle. Ja, schön gesund. Das ist das. Immer dasselbe mit diesen Schleimbeuten. Die können einfach nichts mehr ab. Durchforsten wir mal weiter die Kloake hier und hoffen mal, dass wir den Oberboss der Schleimkolonie hier finden. Denn ich behaupte mal, der wird hier irgendwo zugegen sein. Was ist das für ein Geruch? Oh. Kommt ein paar mehr, würde ich sagen. Oh oh. Oder riesig. Oh, da ist ja ein Megaschleimer. Dumme Sterbliche, glaubt ihr etwa, ihr könnt mich besiegen? Wie unkluge Menschen, ihr werdet bald vor euren Göttern stehen. Puh, der Geruch. Okay, dann gespannt, wie der wird das hinkriegen. Ei, ist der Geruch. Oder fast 2000 Schaden. Okay, pass auf. Wollen wir anfangen? Vielleicht mal fürs Überkratieren. Fügt 180 Schaden zu und lässt das Ziel über 3 Runden hinweg für 66 Minuten und zwar ohne Schadensminderung. Steigert die Crit-Chance. Das machen? Ne, wir bewahren uns noch mal kurz die Superkräfte für alles Mögliche aus. Wir müssen einmal noch mal. Wir müssen einmal erstmal, glaube ich. Das ist auch scheiße. Warte mal. Wir brechen. Machen wir. Wir machen den als erstes. Du kannst machen. Das war ein Schutzschild. So. Eieiei. Da hat er mir fast die gesamte Energie weggeraubt. Oh nein. Oh ja, hat er viel Energie weg. Okay. Die Superkraft von ihm hier ist doch bestimmt Heilung oder sowas. Heilt bei jedem und stellt bei jedem 40 Mana wieder her. Naja, heilen das vielleicht nicht, aber ich muss auf jeden Fall immer Energie wieder haben. Jetzt haben wir ein bisschen die Chancen geschlagen. So, und mit ihm hier. Ein bisschen
ein bisschen Power reinhauen jetzt. Leider. Wird das nicht mehr so viel? Okay. Und du musst leider wieder Heilung machen, sonst wird das auch nichts mehr hier. Zeit haben zu heilen. Nein, was? Ach nein, das ist scheiße. Ach, das ist doch scheiße. Okay, da waren wir richtig schlecht. Da müssen wir besser vorbereitet reingehen. So bringt das nichts. Schauen wir mal. Also ich glaube, nochmal reingehen macht jetzt keinen Sinn. Da müssen wir ein bisschen stärker sein, um da nochmal reinzugehen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der so schwierig ist. Ist auch gar nicht so schwierig. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. So. Gucken wir mal, ob wir was anderes machen können. Wir machen ja eh eine Taverne auf. Und dann machen wir erst den anderen Auftrag fertig. Und dann versuchen wir danach nochmal reinzugehen. Aber in der Taverne kann ich einmal kurz meine anderen Helden austauschen. Damit der Frau losziehen kann. 98 Gold ist das schon. So, warte mal, gehen wir hier rein. Ach, hallo! Gruppenmitglieder werden so. Also, ich muss einfach kurz gucken. Ich würde ja gern sie mit dabei haben. Aber wen nehmen wir dafür raus? Was ist sie denn überhaupt? Gucken wir uns erstmal an. Immer herein! Ein bisschen, alles ein bisschen, was sie genau ist. So. Kann ich gar nicht sehen, hier doch. Okay, wir wollen doch da reingehen. So, komm. Jetzt geh doch mal in diese Taverne rein. Okay. Also ich kann nicht mehr ins Gasthaus wollen, das nicht. So. Hallo. Also Gruppenmitglieder wählen. Dann machen wir mal. Also sie hat da wirklich viel Lebenskraft. Sie sieht aus wie ein Monster. Physische Abwehr, Crit, ausweichen. Machen wir komplett anders. Wir nehmen mal ihn raus und nehmen ihn und sie wieder rein. So. Gucken wir mal, was das bringt. Ja, ein kleiner Wechsel, aber ich würde ganz gerne mal sehen, wie sie kämpft. Und für ihn haben wir auch wieder ein paar neue Sachen. Würde ja vielleicht funktionieren bei den nächsten Kämpfen. Na komm schon. Diese Ladezeiten. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Ladezeiten nicht mag? Ja, nimm doch Platz. So. Achtet auf die Straße. Warum denn? Was hat sie denn für Special Moves? Komm, wir gehen mal in den Kampf rein. Unwürdigen Feierabend. Okay, das geht. Kann man zwar machen, aber wissen wir jetzt nicht. Okay. Aber stimmt hier nicht. Amy ist jetzt gerade verrutscht, alles hier. Merkt ihr das selber? Ich kann Amy nicht so richtig an. Lass mal gucken, vielleicht geht es ja gleich nach dem Laden hier. Wenn ich wieder zurückgehe, wird es wieder normal. Aber es ist so, als ob die Kollision so frei kann. Diese Gewalt macht mir keinen Spaß. So, also ihn haben wir auf jeden Fall. Der kann ja einfach mal einen Bauchtreffer machen. Und sie ist gegen mich. Fügt ein Ziel. Sieht ja auch heiß aus, ne? Aber mal eine fette Oberweite, dünne Teile. So der Traum der Männer wahrscheinlich. So, vielleicht ist die Oberwelt jetzt ja wieder normal. Gut. Wir sind auch gar nicht hin, wir sind in die andere Richtung. Also machen wir das mal. Ich glaube, jetzt kann ich wieder ganz normal die Sachen anpassen. Ne?
Unwürdige Feinde angreifen ist ja Quatsch, ne? Aber da ist das Tor. Gehen wir jetzt mal hin. Wenn wir schon mal da sind, machen wir auch den hier unten auch nochmal kalt. Ach, unwürdiger Feind ist auch okay. Das macht nichts. Los geht's. Eieiei. Schockt. So, in der Höhe leichte Gegner, ne? Aber ist schon. Die schockt schon die Tante, oder? Finde ich ganz cool. So, gehen wir hier rein. Eine imposante Tür ist von moosbedeckten Ruinen umgeben. Dahinter liegt ein ausgedehnter Sumpf. Die Tür nehmen wir. Na, was ist jetzt? Oh, ein kleiner Mini-Dungeon wahrscheinlich oder ein Erkundungsbereich. Soll mir recht sein. Alles, um unsere Gruppe zu stärken, damit wir in der Kloake Schleimwesen töten können. So. Hallo. Halt. Halt. Alumon. Und lass die Waffen stecken. Okay. Wir ziehen das in Betracht, wenn du uns erklären kannst, wer du bist und was du hier tust. Ich könnte euch dasselbe fragen, aber die Halbmondinsel ist klein. Also ist eure Anwesenheit längst bekannt. Nur weiter. Ich heiße Alumon und bin vom Orden. Und ich glaube, eure und meine Ziele könnten übereinstimmen. Das wäre hier das erste Mal. Du bist den Banditen schon begegnet. Also musst du von dem Artefakt in ihrem Besitz wissen. Was ist damit? Wer ist diese dunkle Dame, von der sie immer reden? Ihr Auftraggeber. Sie nutzt die Kraft solcher Artefakte, um ihre eigene zu verstärken, um Soldaten aufzuerwecken. Von den Toten. Also ist sie eine Nekromantin? So eine Art, ja. Ich glaube, sie ist in Totenwacht, hinter diesem Tor. Leider ist dieses Gebiet einmalig. Um durch dieses Tor und an anderen derartigen Hindernissen vorbeizukommen, brauchen wir etwas. Ein Artefakt, das uns ermöglicht, das Totenreich zu betreten, wo die Dinge anders sind. Ein Weltenwanderer-Artefakt? Ja, das Todherz. Es war im Besitz der Leiselatz auf der Insel, die ihr, glaube ich, kennengelernt habt. Sie betreten damit das Totenreich. Dann können sie durch dieses Tor und durch Totenwacht. Wie bekommen wir es? Die Narren haben es bei der Suche nach einem Artefakt im Loch verloren. Das ist eine gefährliche Mana-Mine in den Binsenlanden. Seitdem haben sie das Südtor nicht mehr passiert. Lass mich raten. Wir müssen ganz tief runter in diese tödliche Mine, das Ding holen, hierher zurückkommen und dir helfen. Ich kann selbst für kurze Zeit zwischen den Welten wandern, aber niemanden mitnehmen. Mit dem Todherz könnten wir Totenwacht gemeinsam angreifen. Ich kann Destra nicht allein bekämpfen. Destra? Die von euch erwähnte dunkle Dame. Wohl eher eine Hexe. Ich muss durch das Tor und ihre Untergebenen verfolgen. Wenn wir uns wiedersehen wollen, braucht ihr das Todherz. Wiedersehen? Das erste Mal war ja auch so ein Vergnügen. Viel Glück. Na okay, wir gehen uns mal Totenbad. Ich trotzdem mal hier runter. Was hat denn unsere gute Zora dafür Sachen? Ja, mal gucken, was kann sie denn? Jetzt haben wir 23 Punkte übrig, müssen wir gleich mal ausmachen, aber hier die Talente. Stuhl, vermindert die Entfernung auf die Feinde der Gruppe, aber die Gruppe bewegt sich auch runter. Taschendieb, stiehlt Feinden vor der roten Monika Goldenwerk, die hebt Verstohlenheit nicht auf. Das ist ja lustig. Okay, die Vorteilspunkte. Steigert die Ausdauer um 2,1. Übersichtlicher Konter, bei 5% wenn ein Angriff vermieden wird.
Welche Konter steigert Blitzreflexe. Das machen wir für die. Das auch. Und das auch. Steigert die psychische Abwehr um 4,2, das ist gut. Was ist das mit Überraschungsangriff? Höhere Kritschaden nach 1. Oh, klingt doch gut. Okay, wir können da jetzt nicht durch. Wir können hier auch nichts machen, glaube ich. Wir müssen ja erstmal dieses Totherz holen. Lass mal, ich gucke mich hier einmal um. Vielleicht können wir was einsammeln schon mal. Und hier. Ein bisschen Gold. Aber da kommen wir hier wirklich nicht. Schade. Gut, dann müssen wir zurück in die Binsen landen. Und dort das Totherz besorgen. Machen wir dann. Ja gut, das muss wahrscheinlich da rein, wo er gerade vorsteht. Aber das kriegen wir ja hin. Ja, hoffe ich denn, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir das Totherz holen. Ich sage erstmal danke und bis dahin. Tschüss.